Moin Moin, was geht und willkommen zurück zu einem weiteren Stadionvlog hier auf meinem Kanal. Heute ein besonderes Spiel, also was heißt ein besonderes Spiel, aber man könnte von den Namen her sagen schon ein Top-Spiel. Und zwar heute spielt Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart in Gladbach. Ich bin mal gespannt, was für ein Spiel das wird. Gladbach ist so, mal spielen sie überragend gut, wo man denkt, Alter, die müssen Top 5. Mal haben sie so eine Phase oder so ein Spiel, wo man denkt, oh, was geht denn ab? Muss aber auch sagen, Gladbach sehr anfällig aktuell für Verletzungen. Also, Benzemaini war ja vor dem Spiel fraglich, haben sie ja gestern auf der Pressekonferenz gesagt, das ist geht klar. Auch Nico Elvedi in der Verteidigung von Gladbach war ja relativ lang fraglich, aber wie ich das mitbekomme, spielt er ja auch. Stuttgart hat sich mal draußen von unten rausgeholt. Das sind Tabellenplatz 15 aktuell. Waren ja lange unten drin. Ich sage mal, Pellegrini Matarazzo ist ein Top-Trainer. Ich glaube, das hat auch keiner von den Stuttgart Fans verstanden, warum sie ihn entlassen haben. Man muss aber auch sagen, klar, der Co-Trainer hat sie übernommen. Sie gewinnen ihre Spiele, also kann man halt sozusagen, an sich hat der Verein alles richtig gemacht. Ach, wenn ich Pellegrini Matarazzo selber gerne, also sehr gerne gesehen habe als Trainer, weil er hat halt Stuttgart Fußball spielen lassen. Er hat nicht wie ein Absteiger spielen lassen, er hat nämlich eigentlich Ballbesitzfußball und Stuttgart hat viel Pech gehabt. Deswegen denke ich, heute wird eigentlich schon ein spannendes Spiel. Ich finde, es kann in beide Richtungen gehen. Ne? Es kann auch einfach nur ein langweiliges Unentschieden werden, aber ich denke, beide sind eigentlich vorgefährlich. Vor allem Markus Thuram auf einmal. Letzte Saison eine solche Saison gehabt. Diese Saison habe ich das Gefühl, zerschießt ja die Bundesliga. Deswegen, ich bin mal gespannt, was das wird. Und schaue ich wieder ein bisschen mit und würde sagen, stehen wir uns spätestens im Stadion. Weil wir jetzt in Klappe ankommen, nach einer sehr wilden Fahrt, kann man so sagen. Sind wir gleich am Stadion. Wie viel Uhr haben wir? 18 Uhr irgendwas. Dauert noch ein bisschen. Dann sieht es erstmal von außen ins Dunkle ist und es leuchtet. Dann sieht es besser aus, wie es letzte Mal. Von außen sieht das schon halt jetzt sehr geil aus. Außer die Balken, die packen mich immer noch ab. Aber sonst Beleuchtung sehr geil, muss ich sagen. Und jetzt gehen wir noch in den Fanshop, weil diesmal haben wir genug Zeit. Mit wie das letzte Mal um 9-Euro-Ticket. Dann passt das. Also ich denke, das wird heute ein interessantes Spiel, ein spannendes Spiel. Beide müssen punkten. Ich glaube aber, Gladbach macht das mit einem 3-2. Mütze, was sagst du? Optimistisch ist 4-0. 4-0 für Gladbach. Lars Menka, La Kajutscha. Wie viel geht's aus? Ein klassisches 3-0. 3-0 für Gladbach. So, wir gehen jetzt noch kurz in den Fanshop, gucken mal, wie viel da los ist. Wir haben ja noch genug Zeit. Gucken wir mal, was da abgeht. Also wir waren jetzt im Fanshop. Ich habe mir noch einen Schal geholt. Licht, Basic, mit einem einfachen kleinen Logo drauf. Der Lars und der Mützel haben sich Trainingsshirt gekauft. Sieht schon geil aus, muss ich sagen. Wo haben wir denn? Wir können jetzt anderthalb Stunden oder zwei Stunden vor Anstoß sind wir da. Also gucken wir, was wir jetzt machen. Vielleicht irgendwo noch ein Bierchen trinken. Mal gehen, mal gucken. Wir gehen jetzt ins Stadion drin. Gehen auf unsere Plätze. Wir gucken relativ weit unten, relativ ab bei den Ultras. Also in der Nähe von der Kurve von Gladbach. Ich hoffe, gute Stimmung von beiden Lagern. Letztes Mal gegen Hoffenheim war es also nichts. Hat Gladbach zwar gute Stimmung gemacht, also ging so. War schon okay. Aber heute erhoffe ich mir von beiden Fanlagern wirklich viel. So, wir sind jetzt im Stadion drin. Wir gehen jetzt was zum Trinken holen. Ein gutes Bier. Und gehen wir jetzt mal Richtung Block. Aber jetzt gehen wir rein. Nicht nur weiter unten. Jetzt wollen wir oben ran, guck jetzt unten ran. Ich bin gespannt. Aber sieht schon ganz anders aus. Ja, Mann. Die Plätze passen sehr gut. Die Kurve. Das ist sehr krank. Die Spieler kommen raus. Platzbegehung, Platz sieht gut aus, Stuttgart-Fans drin. Es sind schon mehr wie Hoffenheimer. Mehr wie gegen Hoffenheimer da, stimmt. Und wir schon holen jetzt. Ich glaube, es kommen gerade die Stuttgarter Spieler oder Torhüter raus. Christian. Stuttgarter Spieler sind raus. Da habe ich eigentlich nochmal so viel lang für die angestanden. Stuttgart-Fans machen ein bisschen Ramazammer. Yeah, it's bad.
gespannt. Also ganz komische Situation, irgendeiner von Stuttgart ist gefallen im 16er, wenn wir jetzt gelb bekommen und keiner weiß, was abgeht. Und jetzt hier die Assistenz, keiner rafft, was abgeht. Er geht sich anschauen. Bin ich mal gespannt. Der Video Assistant, ob es einen Elfmeter für Gladbach gibt. So wie ich es ein bisschen gesehen habe, würde ich schon sagen, ja. Aber ich bin auch überprüft. Scheiße, der Thank you.
Also, Halbzeitanalyse. Ich fand, bis zum 1-0 war es relativ ausgeglichen. Das 1-0 kam, fand ich, kam aus dem Nichts. Aber ich muss sagen, bis zum 2-0, also sagen wir ungefähr bis zu 30 Minuten, fand ich Gladbach besser. Es gab aber, hatte auch seine Chancen. Aber ab der 30. war Stuttgart irgendwie effektiver, hat mehr Chancen gehabt. Und ich habe das Gefühl, Gladbach hat sich auf dem 2-0 in der Halbzeit ausgeruht. Vielleicht kommt der Schimmel jetzt rein. Ich bin mal gespannt, wie aus der Pause kommen muss. Die müssen auf jeden Fall wieder Gang zulegen, weil Stuttgart ist nicht weit vom Toten entfernt. Wenn die ein bisschen besser spielen würden, können das auch schon 2-2 stehen. Aber Gladbach hat auch genug Chancen gehabt zu erhöhen. Also es wird, wie gesagt, spannendes Spiel. Stimmungsmäßig von beiden Fanlagern gut. Ab und zu mal ein bisschen Fäde. Ne? Ja, die Luft aus dem Spiel kurz raus ist. Wenn die Luft so aus dem Spiel raus ist, zweimal Videoassistent, da war so ein bisschen raus, da war Gladbach nicht so gut war. War auch nicht mehr so viel in der Kurve los, aber trotzdem, die Stimmung war noch gut. Ne? Also, das soll jetzt keine Kritik sein oder so. Stuttgart gibt alles ab an links, gerade eben wegen beim Videobeweis, haben auch beide irgendwas in die DFB zusammengeschrieben. Also, stimmungsmäßig sehr gut.
Also, Spiel ist Ende, eben zu Ende. 3-1 Sieg für Gladbach. Man muss sagen, zweite Halbzeit, die ersten Minuten war Gladbach besser. Danach eigentlich nur Stuttgart gespielt. Aber am Ende, Gladbach hat einen sehr sauberen Konter eiskalt ausgenutzt. Muss man einfach sagen. Sonst kam aber leider nichts. Aber Stuttgart, ich hoffe, die waren trotzdem drin. Weil die haben nicht trotzdem gut gespielt. Nur der letzte Pass war scheiße. Und Glückwunsch an Gladbach. Wichtige 3 Punkte für die nationalen Plätze. Also nochmal zum Ende. Es ist ein ganz klarer Sieg für Gladbach verdient. Kann man nicht meckern. Beide Mannschaften haben alles gegeben. Man kann auch nicht Stuttgart geben, dass, vorhalten, dass sie nicht alles gegeben hätten. Dann bis zur letzten Minute gekämpft. Dass der Patrick Herrmann halt bei seinem 400. Bundesligaspiel dann noch ein Tor schießt, das ist natürlich Highlight. Ich hoffe trotzdem, euch hat der Steinfurt gefallen. Ne? Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne den Kanal und schreibt gerne in die Kommentare, wo ich jetzt nichts hingehen soll. Gerne auch Verbesserungsvorschläge. Und ich würde halt sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.